Ja, ich freue mich, dass wir heute den Michael Stingeder begrüßen können. Hallo Michael. Hallo Oliver, grüß dich. Freut mich das für die Einladung. Du bist ja jetzt seit, ich glaube 2003 schon Energetiker. Habe ich das jetzt so richtig rausgelesen? Das stimmt. 2001 habe ich mir den Gewerbeschein angemeldet, habe aber dann bis 2003 einmal gebraucht mit meinen Ausbildungen und da war ich noch nicht so weit, aber seit 2003 bin ich selbstständig damit. Wie bist du drauf gekommen, Energetiker zu werden? Naja, an und für sich komme ich aus der Spitzengastronomie, war ja mit 22 Jahren Küchenchef in einem 5-Sterne-Hotel, das hat es damals vor 25 Jahren noch nicht gegeben. Und ich würde heute sagen, damals war es nicht Burnout, aber es war einfach eine Sinnsuche. Ich bin damals dann draufgekommen, okay, mein Körper spielt einfach nicht mehr mit. Und ich habe verschiedene Hinweise nicht nur vom Körper bekommen, sondern von Menschen in meinem Umfeld bekommen, dass ich mir mal das mal anschauen sollte. Und da bin ich draufgekommen, ich muss mal mein Leben aufarbeiten. Und so bin ich zu diesem ganzen Thema mal gekommen. Das war mal eigentlich der Einstieg, was mir nicht ganz stimmt, weil wenn ich mir Briefe anschaue von meiner Schwester, habe ich eigentlich mit 12 Jahren schon begonnen, mich in diese Richtung zu entwickeln. Ich habe mich einer Operation entzogen, die machen hätte sollen. Und es ist dann aber so gekommen, dass eine mit APM mit mir gearbeitet hat, die Rosina Milchberger. Und die hat das Symptom einfach mitbekommen und es war keine Operation mehr notwendig. Das ist ja eigentlich relativ bald schon begonnen, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze. Es gibt doch Alternativen dazu. Also bist du durch persönliche Berührungspunkte mit alternativen Methoden auf dieses Gebiet gestoßen worden, sozusagen? Sozusagen. Ich habe einfach gemerkt, dass hinter jedem Symptom auch ein Thema steckt und dieses Thema hat die damalige Begleiterin einfach erkannt. Sie hat aber gesagt, du bist so im Kopf, na, nicht, tut sie dann irgendwo was im Körper. Und damals habe ich schon begonnen, leicht umzudenken. Es hat aber noch 10 Jahre gebraucht, bis dass ich es wirklich gecheckt habe, dass ich mich wirklich ernsthaft mit diesem Thema auseinandersetze. Damals war es auch noch nicht so en vogue wie heute, dass man Informationen bekommt. Es war damals einfach schwierig zu Ausbildungen zu kommen und so weiter. Ich kann mich an damals auch noch sehr gut erinnern, weil natürlich den Begriff Energetik hat es ja noch nicht gegeben, also zu dieser Zeit. Genau. Oder auch diesen Berufsstand dann auch, wie es heute jetzt praktiziert wird. Und es gab ja auch damals, so alt sind wir schon, das Internet noch nicht in dieser Form, wo man konkret jetzt suchen könnte. Also da musste man oft noch auf ganz konservativen Weg über Buchhandlungen oder Zeitschriften dann auch suchen. Also es war einfach eine ganz andere Zeit, noch so eine Schwelle zu der neuen Zeit, wo dann auch die Energetik irgendwie aufgepoppt ist. Der Schritt in die Selbstständigkeit ist ja kein leichter. Ich habe ihn gemacht, wahrscheinlich damals mehr aus jugendlichem Übermut, sage ich jetzt mal. Also ich weiß nicht, ob ich mich heute noch so schnell trauen würde. Was war denn bei dir der Anstoß, dass du gesagt hast, das ist was, was ich auch weitergeben möchte, was ich auch selber praktizieren möchte? Das ist eine schwierige Frage, weil ich hatte ja nie den Plan, mich in dem Bereich selbstständig zu machen. Sozusagen, ich gehe aus der Gastronomie raus und mache mich jetzt als Energetiker selbstständig. So wie du gesagt hast, hast du dieses Wort ja damals noch gar nicht gegeben. Es hat sich aber so entwickelt, dass ich mit Reiki begonnen habe. Das war nach der Gastronomie oder während dieser Zeit habe ich meinen Reiki-Meister und Lehrer kennengelernt, der mir einfach andere Sichtweisen vermittelt hat. Und wo ich mir gedacht habe, okay, das tut etwas mit mir, war damals sehr rationell unterwegs. Ich habe dann auch bei einem Vorlauf bei Martin Grilovic noch weitere Erfahrungen gemacht. Okay, es geht nicht nur um, ich habe damals geglaubt, der Vorlauf ist sowas wie ein Basejump, sowas Adrenalinmäßiges. Und nach diesem Wochenende oder bei diesem Wochenende bin ich draufgekommen, da steckt ein bisschen was anderes auch dahinter. Und es geht viel mehr um diese eigenen Themen. Und diese Selbstständigkeit war nie mein Ziel. Es war immer bei den Seminaren und Workshops, die ich besucht habe, war immer meine Thematik im Vordergrund. Es war nie der Plan, mich selbstständig zu machen. Und irgendwann ist aber dann der Zeitpunkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, das, was ich erfahren habe, was ich mache, habe ich natürlich an anderen, an meine Bekannten, Freunden und so weiter weitergegeben und bin draufgekommen, okay, da tut sich irgendwas. Ich war mit Qigong dann begonnen und habe dann in meinem Familienkreis Qigong-Abende bekommen und bin da drauf gekommen, okay, scheinbar dürfte es doch
ein Talent, ein Potenzial in mir geben, das abseits von meinem bisherigen Weg mich anspricht. Und so bin ich Step by Step gegangen. Ich bin eigentlich blauäugig in dieses Thema reingegangen 2001 und dann bis 2003. Und es hat auch gedauert, bis dass ich wirklich davon leben habe können. Und so, das ist ja auch ein wesentlicher Punkt, dass ich das nebenberuflich mache, aber ich mache das jetzt schon seit 2005 hauptberuflich und ich ernähre damit eine fünfköpfige Familie. Aber diesen Weg dorthin ist ja auch nicht so einfach. Ich glaube, das, was viele übersehen, ist, dass das Zeit braucht, so etwas aufzubauen, ein Geschäft aufzubauen. Und ich erlebe es ja bei vielen Kolleginnen und Kollegen und auch Leuten, die bei mir die Ausbildung machen, und du wirst das wahrscheinlich bei deinen Kursen auch sehen, die zwar sehr motiviert sind, ich mache mich jetzt selbstständig, aber die dann eben diese Vorlaufzeit ein bisschen übersehen. Also sie glauben, sie haben jetzt einen Facebook-Auftritt und dann sind auf einmal alle da. Aber das hat bei mir auch 5 Jahre gedauert, bis ich gesagt habe, und zwar intensivste Maßnahmen mit damals noch diese Esoterik-Messen, die waren und wo man hingegangen ist, dass man sich ein bisschen präsentieren kann, bis es dann gelaufen ist überhaupt einmal. Also so angelaufen, wo ich gesagt habe, da kommt man jetzt langsam mit der Mundpropaganda ins Spiel. Ja. Du hast Qigong erwähnt, du hast Reiki erwähnt und auch, was ich jetzt spannend finde, eben dieses, dass du gesagt hast, du wolltest dich ja nie selbstständig machen damit. Also das hat sich bei dir auch so gefügt, habe ich das jetzt so richtig rausgehört, was du dann sagst, auf einmal ist man in dieser Linie drinnen. Das stimmt, ich habe nie diesen Plan erwogen, selbstständig zu machen. Es war einfach lauter Puzzleteile, die sich ineinander gefügt haben. Ich habe dann nach dieser Spitzengastronomiezeit war ich in einem Sozialprojekt und habe dort dann, wie das beendet gewesen ist, die Möglichkeit gehabt, in eine Stiftung zu gehen und habe dort wirklich ein Jahr Auszeit bekommen, mich selbst zu reflektieren, Ausbildungen zu machen und habe dort auch einen Businessplan geschrieben, der ins Blaue ausgegangen ist 2001, weil da keine Erfahrungen waren. Man muss sich vorstellen, 2001 waren Gewerbescheininhaber 275 in Oberösterreich. Inklusive Huentmeldungen, 275. Heute Stand 2020 sind wir in Oberösterreich, glaube ich, bei 4.600. Also da hat sich schon einiges getan in diesen 19 Jahren. Aber diese Fügung, das immer weiterentwickeln und immer mehr erkennen, okay, was ist mein Weg, war eigentlich nie eine Vision dahinter, so, ich mache mich selbstständig und das ist es. Das hat sich einfach so ergeben und es hat aber auch Zeit gebraucht und diese 5 Jahre waren es bei mir auch. Es braucht diese 5 Jahre und diese Kontinuität, nicht zu glauben, ich mache Folder, ich mache eine Homepage, ich mache einen Facebook-Auftritt und habe eine Ausbildung gemacht und jetzt kommen die Leute und so blauäugig war ich aber damals. Ich habe geglaubt, ich tue meine Schilder raushängen in Gallner Kirchen mitten am Marktplatz, habe ich da meine erste Praxis gehabt und habe aber 2 Monate gewartet, dass da mal reinfällt, aber da war nichts. Und so bin ich drauf gekommen, es hat mit meiner persönlichen Entwicklung zu tun, diesen Weg zu gehen. Und so sind auch Methoden dann dazu gekommen. Und ich glaube, das kann man auch jeder Kollegin und jedem Kollegen und jedem eigentlich, der sich selbstständig machen möchte, auch mit auf den Weg geben, diese Empfehlung, der lange Atem und nicht gleich zu viel zu erwarten. Weil bei mir war es zumindest so, es ist sich immer ausgegangen mit der Miete, mit dem Essen, mit meinen Umkosten. Es hat immer gepasst. Also es ist halt so dahin, es ist immer so Plus-Minus-Null-Geschichte gewesen. Genau. Ich weiß jetzt nicht, also bei mir war es auch so, dass ich versucht habe, die Fixkosten möglichst gering zu halten am Anfang, was ich denke ich und du auch jedem empfehlen kann. Also nicht vielleicht da mit einer riesen Praxis irgendwo reinzuknallen und die, was weiß ich, wie oft einzurichten und da eben schon ein bisschen vernünftiger zu wirtschaften und eben der lange Atem. Und ich glaube, wenn man was lange macht und kontinuierlich macht und auch die energetischen Techniken, dann kriegt man ein Resultat. Wie stehst denn du jetzt zu diesen Blitzausbildungen, sei Meister in einer Woche oder so? Wie geht's dir denn? Also ich glaube, die gibt es nicht nur momentan, sondern die hat es immer schon gegeben. Ich sehe meinen Beruf als Entwicklungsweg und nicht als Ausbildung. Das heißt, es braucht mehrere Sichtweisen und es gibt natürlich Methoden. Es ist ja berechtigt, genauso zu sagen, okay, du hast jetzt einmal ein Wochenende und kannst Hände auflegen. Das ist ja okay. Reiki Meister dauert dann doch wieder eine Zeit lang und ist auch wieder davon abhängig, wie dich dein Begleiter ja
unterweist in diesen Dingen und dich hinweist. Ich habe zum Glück einen wirklich guten Lehrer gehabt, der auch diese Persönlichkeitsentwicklung in den Vordergrund gestellt hat. Und das ist für mich der zentrale Punkt. Es geht nicht um Methoden und das beobachte ich immer wieder. Viele verstecken sich hinter Methoden. Wir haben in unserem Gewerbebereich über 250 gewerbliche Methoden aufgelistet und manche sagen, ich mache jetzt Methode XY, mache dort mein Diplom oder wie auch immer. Was aber übersehen wird, ist diese persönliche Entwicklung und auch, so wie du sagst, ich muss diesen Markt ja aufbauen. Und Blitzausbildung sei beim Meister in einer Woche, entweder war ich dann zu langsam, dann habe ich es nicht kapiert, aber ich habe in dieser langen Zeit, wo ich jetzt selbstständig bin und von 2003 bis 2020 sind es dennoch 17 Jahre, wo ich jetzt schon in meinem Bereich tätig sein darf, habe ich immer wieder Stars gesehen. Ich habe immer wieder Methoden gesehen, die modern waren. Ich habe immer wieder Leute mitbekommen, da musst du hingehen, das ist jetzt der neue Star am Markt und so weiter. Den kleinen Stinger, da gibt es nur mehr. Nicht aufgeregt, nicht großartig publik, aber kontinuierlich und weiter wachsend. Und ich bin auch nicht am Ziel. Ich bin jetzt beschäftigt mit seit über 25 Jahren intensiv mit mir und ich sage, ich bin am Anfang. Und das werde ja immer sein. Ich glaube, zu glauben, man ist der Meister oder man hat was verstanden vom Leben, sehen wir jetzt gerade in der aktuellen Situation, was momentan mit dieser Corona-Geschichte auf sich hat. Wer hätte das gesagt, dass das wirklich so kommen wird? Und wir müssen alle schauen, wie wir damit umgehen. Also zu glauben, ich bin Meister, ist ziemlich anmaßend und ich halte auch nichts davon. Ich bin heute mir selber nicht für einen Guru, für einen Lehrer, aber die Weiterbildung bin ich nicht. Ich bin ein ganz normaler Müffertler. Okay. Ja, deine Praxis heißt ja auch Wege fürs Leben, ne? Und es ist tatsächlich, ja. Ist auch wie einen Weg. Und bei mir war es halt so, also für mich ist es so, wenn ich irgendwo einmal sage, da habe ich etwas fertig, langweile ich mich relativ schnell. Also wenn ich einmal was habe, wo ich sage, das ist jetzt fix zu machen, wie ich da Abläufe hatte, ich komme ja aus der Filmbranche, aus der Kinobranche, wie das dann, wo da mal ein gewisser Level war, da kommt eine gewisse Fadesse für mich rein. Das heißt, es muss was sein, was mich bei der Stange hält. Und das hat eben die Energetik auch gemacht, weil ich es eben auch als Weg sehe. Und so wie du auch diese neuen Techniken angesprochen hast, wo man sich denkt, oh, und jetzt kommt da das, keine Ahnung, Quantenheilen oder sonst was daher, wo man sich denkt, ah, das ist jetzt sicher das Neue und das ist ganz toll. Und dann schaut man sich's an und sagt, naja, das ist ja eigentlich wieder dasselbe Grundprinzip in neuen Gewändern. Ne? Genau. Und da hatte ich denke, vor circa so 10 Jahren mal so eine kleine Krise, weil ich mir gedacht habe, na, gibt's da jetzt nichts mehr. Also ich bin ja mehr so von der Aura-Interpretation, Chakrenarbeit komme ich ja her. Und da habe ich mir dann gedacht, gibt es da jetzt nichts Neues mehr? Und ich bin dann halt mehr auf die Astrologie, umgestiegen noch und hab das gelernt, was sich aber auch überschneidet. Aber es sind alles Wege, wie du sagst. Und das finde ich schön, das auch jetzt zu hören. Und ich glaube, es ist auch wichtig, das noch einmal zu unterstreichen. Weil eine Technik hat man schon in einem Wochenende. Das ist ja keine Raketenwissenschaft. Das ist ja, lege ich eine Hand auf oder wie channel ich eine Frequenz. Aber um die Essenz geht es ja, denke ich, auch. Ja. Und du hast ja schon erwähnt, wie gesagt, dass es irrsinnig viel so Ein-Personen-Unternehmen gibt. Und du bist ja auch bei der Wirtschaftskammer extrem tätig. Möchtest du da was drüber sagen? Ja, das ist aber schwierig, weil es ja auch ein... Weil ja manchmal verwechselt wird, dass ich Politiker bin und ich bei der Wirtschaftskammer angestellt bin. Diese Tätigkeit ist mir genauso zugefallen. Und dass ich jetzt Bundesberufsgruppensprecher von 18.000 Kolleginnen und Kollegen ganz Österreich sein darf, da habe ich mich nicht beworben darum, sondern das Ziel war damals, Reiki war ja nicht im Gewerbewortlaut umfasst. Wie ich zur Wirtschaftskammer gekommen bin, hat es geheißen, Reiki ist verboten. Aha, jetzt habe ich da eine Ausbildung gemacht und jetzt darf ich das nicht machen. Und da brauchst du ja keinen Gewerbeschein, hat es aber geheißen, weil es einen Erlass von 1997 gegeben hat, wo gesagt worden ist, Reiki ist, hat was mit Religion zu tun. Sag ich,
und habe mich dann weiter auf der Wirtschaftskammer erkundigt, warum ist denn das so? Und da bin ich dann drauf gekommen, dass irgendwer in einem Ministerium, Wirtschaftsministerium, einen Erlass geschrieben hat. Und da habe ich dann nachgefragt, wer schreibt denn sowas? Damals hat es wirklich kein Internet gegeben. Wahrscheinlich hat er irgendwo in der Birkel reingeschaut oder irgendwen gefragt. Und so ist dieser Erlass zustande gekommen. Und ich bin damals mit dem Ziel, hier aufzuklären, in die Wirtschaftskammer reingegangen. Und so bin ich dann einmal in Oberösterreich zu einer Arbeitsgruppe gekommen und habe das immer wieder versucht. Und ich muss gestehen, es hat doch einige Zeit gedauert. Ich war damals sehr ambitioniert und ungeduldig, wie aus meiner Gastronomiezeit ja war, habe mich auch hier die Energetik gelehrt, es braucht Geduld. Diesen Erlass haben wir vor 2 Jahren erst aufheben können. Ich war wirklich hartnäckig dran, dass wirklich Reiki wieder dorthin oder generell dorthin gehört, wo es hingehört, nämlich zur Energetik. Es ist für viele ein Grundwerkzeug. Handauflegen ist für mich eine Grundtechnik, die nicht nur was mit Reiki zu tun hat, sondern jede Mutter legt die Hand auf, wenn sie das Kind irgendwo anstößt. Also ist sie eine Wunderheilerin sozusagen. Und da gehört Reiki für mich ganz vorne dazu. Und für mich war das wirklich ein essentielles Bestreben, hier aufzuklären. Und das mache ich nach wie vor. Ich bin nicht der Politiker, sondern für mich ist es wichtig, in Dialog zu treten, wann irgendwelche Themen auftreten und aufzuklären. Auch in die andere Richtung aufzuklären, bei unseren Kolleginnen und Kollegen Aufklärung zu leisten, dass man keine Wunderheiler sind und so weiter und so weiter. Und diese Balance zu halten, ist schon eine Challenge bei gewissen Sachen. Ja, einerseits Energetiker zu sein, andererseits mitzubekommen, dass diese Dinge Zeit brauchen, sich zu entwickeln. Im Kopf haben wir es schnell mal parat, aber dass träge Apparate wie die Politik oder wie auch immer Zeit brauchen, aber auch die Gesellschaft Zeit braucht, aber auch die 18.000 Kolleginnen und Kollegen Zeit braucht. Ich habe da hinten das 3-Ebenen-Modell, das ja der Gerald Kohl entwickelt hat und die sie dann in der Wirtschaftskammer verbreitet hat. Wie gesagt, das ist die Grundbasis oder kann die Grundbasis sein aller dieser verschiedenen Methoden, die ja alle in Ordnung sind. Jede Methode hat ihre Berechtigung. Aber was ist der Sukkus daraus? Was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Und da haben wir dieses 3-Ebenen-Modell entwickelt und das ist mir einfach ein Herzensanliegen aufzuklären. Nicht den großen Heiler heraushängen zu lassen, sondern wirklich in 2 Richtungen aufzuklären. Einerseits intern zu unseren Kolleginnen und Kollegen hier Hilfestellungen zu bieten, auch in Richtung Selbstständigkeit. Das ist ja das, was du ja in diesen langen Jahren miterlebt hast, aber diese Erfahrungen zu teilen, ist ja wieder was anderes. Ja? Nur Ausbildung zu machen, ist zu wenig, sondern es braucht eben auch Hinweise und da versuchen wir halt, Programme zu entwickeln, Mitglieder zu unterstützen und andererseits nach außen aber zu gehen, nach außen hin sozusagen darauf hinzuweisen, dass es uns einen Berufsstand gibt und dass der auch seriös ist. Ja? Hm. Und das ist ziemlich eine Herausforderung, die immer wieder mich vor die Frage stellt, warum tue ich mir das an? Aber scheinbar soll es so sein und solange ich das Gefühl habe, dass es gescheit ist, werde ich es ja weitermachen. Vor 2 Jahren ist Reiki dann, also ist dieser Passus gestrichen worden. Wie lange warst du denn da dran? Nur, dass wir da noch einmal ein Bild haben. Also wie lange hast du jetzt dich dafür schon eingesetzt, bis das erreicht? Also bis das einmal erwähnt habe ich, glaube ich, 2004 das erste Mal in der Wirtschaftskammer, dass ich das interessiert, das zu ändern. Es hat natürlich dann gebraucht, dass ich in diesen Entwicklungen dorthin komme, wo ich jetzt bin. Das hat dauert, 2009 war ich in dem Arbeitskreis drinnen, da war ich das erste Mal in Wien. Da habe ich mal die Wiener Situation oder die österreichische Situation kennengelernt. Das sind ja Interessen von neuen Bundesländern auch. 2015 bin ich dann Bundesberufsgruppensprecher geworden und da habe ich mal die Möglichkeit gehabt, hier auch etwas zu tun. Das heißt, es hat schon einmal, dass ich in diese Position überhaupt komme, das anzudenken, hat bis 2015 gedauert. Habe ich aber auch nicht angestrebt, muss ich dazu sagen. Es war nicht mein Ziel, ein Bundesberufsgruppensprecher zu sein. Aber erst in dieser Phase war es dann möglich, auch wirklich Anfragen zu schreiben, um diesen Erlass einmal zu hinterfragen und darum zu bitten, hier aufzuklären. Also es dauert schon seine Zeit.
Also da sieht man deine Beharrlichkeit auch in diesem. In dieser. Ja, das ist mein Anliegen. Wenn man was ein Herzensanliegen ist, dann ziehe ich das auch durch. Es war natürlich nicht nur, wie der Fokus im Reiki da jetzt wieder ins richtige Licht rücken, sondern es waren schon andere Themen auch. Aber dass ich wirklich in diese Position gekommen bin, in die Möglichkeit gekommen bin, Gehör zu finden, hat einfach eine Zeit lang gedauert. Und es ist ja auch schwierig in der Öffentlichkeit, nämlich in der breiten Masse, weil wer dich und ich denke jetzt auch mich persönlich kennt, weiß ja, dass diese Arbeit jetzt im Prinzip keine Vermittlung eines Glaubenssystems ist, sondern eine, also wenn man es vermittelt, einen Kurs sind es Techniken und man kann dann natürlich weitergehen, aber es ist ja kein Glaubenssystem, wo man sagt, du musst dann, keine Ahnung, Gott, Buddha oder irgendwas anderes glauben, sondern es sind ja Techniken und die kann man spüren und nachvollziehen. Und wenn man da, ich nenne es jetzt immer, inspiriert ist, wenn man eine Inspiration erfährt über diese Techniken, wenn man da persönlich berührt wird, dann geht man diesen Weg sowieso weiter. Aber dann hat das auch nichts mit einer Missionierung zu tun oder eben einem religiösen Mischmasch, weil das sind ja wieder die persönlichen Interessen. Das war für mich am Anfang übrigens ein spannendes Thema. Da habe ich 1-2 Jahre gebraucht, bis ich dann gesagt habe, okay, weil ja immer dieses, du lebst deine Berufung und so, weil das ja so modern ist. Und ich bin aber drauf gekommen, meine persönlichen Interessen sind meine und haben mit dem Geschäft nichts zu tun. Das heißt, da gibt es diesen Energetiker, diesen Professionellen und dann gibt es das, was ich hobbymäßig auch mache. Und ich habe mich dann auch einmal davon getrennt, wo ich gesagt habe, meine Klienten spiegeln mich. Weil da bin ich immer vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Wie ist denn dir da ergangen? Hast du da vielleicht auch so Erfahrungen gemacht? Es sind zwei Aspekte. Also das eine habe ich schon so, dass ich für mich erkannt habe, es hat schon was mit Talenten und Fähigkeiten und Gaben zu tun, aber nicht im Sinne von, ich habe jetzt die große Gabe, sondern es ist einfach meine Berufung. Also das sehe ich schon so, das habe ich in der Gastronomiezeit ja mitbekommen. Ich war zwar erfolgreich, aber ich war nur deswegen erfolgreich, weil ich just in time, zum richtigen Zeitpunkt, auch dort war und meine anderen Talente und Fähigkeiten, die ich gehabt habe, Leute zu motivieren, eingesetzt habe, damit ich ein gewisses Ergebnis erziele. Was ich jetzt mache, hat doch auch was mit meinen... Ich dürfte heute möglicherweise empathisch so weit ausgestattet sein, dass es mir möglich ist, Menschen zu begleiten. Ich habe lange nicht verstanden, warum das Menschen überhaupt zu mir kommen. Ja? oder zu Seminaren und Vorträgen, weil ich der Meinung bin, dass ich oder auch noch immer diese Haltung habe, dass ich nichts kann. Ich habe Techniken, ich habe Methoden, aber auch es geht um diese zwischenmenschliche Lösung da drinnen. Also ich bin schon ein bisschen so, es geht nicht um diese von Gott berufene Berufung, sondern wir haben da heroben ja auch stehen dieses individuelle höhere Selbst, das ich, wo ich Gerald Hüther gerne zitiere, den Gehirnforscher, der sagt, wir haben 2000% mehr mit an Talenten und Fähigkeiten, als wir, was wir jemals brauchen. Das heißt, es ist nicht nur dieses eine Talent, ich bin jetzt von Gott auserwählt und muss jetzt Energetiker werden, sondern es ist ein Sammelsurium an verschiedenen Möglichkeiten. Also da bin ich schon in diese Richtung, das dürfte ich scheinbar genutzt haben. Ich bin dann nebenbei auch noch Lebens- und Sozialberater, wo ich merke, okay, da gibt es viele Synergien. Aber diese göttliche Geschichte von Eingebung bin ich nicht unbedingt. Ich habe jetzt wieder einen Anruf bekommen wegen Schlafwandeln. Ich habe noch nie Schlafwandeln, habe auch keine Klienten, die schlafwandeln. Aber wenn ich dann das Symptom weggebe und dahinter blicke, komme ich darauf, hermetische Gesetze funktionieren. Also ich würde es nicht nur als reine Spiegelung, ja, das will man sagen, sondern ich arbeite viel mit den hermetischen Gesetzen. Es hat einen Grund, warum das jemand zu mir kommt, würde ich es mal sagen. Ja, und nicht jedes Symptom, was jetzt ein Klient hat jetzt automatisch mit mir per se was zu tun, aber die Klienten, die zu mir kommen, haben eine Resonanzfähigkeit zu mir. Das würde so in diesen Bereichen so. Du hast jetzt die hermetischen Gesetze, Prinzipien angesprochen, das wie innen so außen, wie oben so unten. Und da möchte ich auch kurz einmal ein bisschen nachhaken, weil ich glaube, das ist zum Verständnis auch der Energetik, denke ich, wichtig, dass man sich eben mit dem inneren Bild, dem inneren Muster beschäftigt und versucht, das herauszuarbeiten. Das heißt, also ich sehe mich jetzt nicht als Spinner, der sagt, okay, ich sehe da jetzt was Unsichtbares, ich sehe was du nicht siehst, sondern ich schaue einfach anhand der Technik, die ich habe,
da was abzuleiten. Das versuche ich auch zu ermitteln. Und die Kritiker, die dann immer sagen, ja, aber dann sagen sie die Aura oder sonst irgendwas. Mir ist schon bewusst, dass das unsichtbar ist, aber dass das ein Bild ist, mit dem ich halt arbeite. Und dem kann ich mich orientieren. Also wenn ich dieses Bild hernehme, eben des Energiefeldes, und kann das halt auch deuten und interpretieren. Und das heißt also, diese Arbeit der Energetik ist etwas, das sich eigentlich mit dem Inneren beschäftigt. Und würdest du dann so dieses Innere, also vielleicht kurz einmal in diesem Drei-Ebenen-Modell, wo würdest du das dann auch mit hingeben? Das ist ja eine gemeine, unvorbereitete Frage. Entschuldigung, wir können schneiden. Nein, das machen wir nicht. Im Prinzip ist ja ganz einfach, wenn man das Drei-Ebenen-Modell sieht, man da jetzt nicht so optimal drauf, auf der materiellen Ebene mir Dinge begegnen, ja, die im Außen mich aufregen, ob da, egal, das haben wir trotzdem wieder bei diesem Spiegeln, aber das, was ich im Außen erlebe, passiert ja meistens im Materiellen, auf der materiellen Ebene. Und mein Zugang ist schon, alles, was da draußen passiert, auf der materiellen Ebene, hat irgendwas damit zu tun, dass hier im feinstofflichen Bereich irgendwie Informationen in dem Informationsfeld, manche sagen ein morphogenetisches Feld oder wie auch immer, dass einfach Themen in mir drinnen sind, die genau zu dieser Situation führen, dass ich auf der materiellen Ebene einen Hinweis bekomme. Es ist ja erstaunlich, dass viele Kollegen und Kolleginnen ja scheinbar das noch nicht ganz drinnen haben, wie innen und so wie im Außen. Und das sieht man ja genau jetzt in dieser Corona-Zeit wunderbar. Also wenn du dich auf Social Media bewegst, stelle ich schon die Frage, haben Sie dieses Prinzip auch verstanden? Wir selbst sind Teil einer Lösung, sagt Sir Rudi Anschubert, das ist nicht das Zitat, was ich nicht zitieren mag, aber du kannst etwas beitragen, und da geht es mir nicht um ein Virus, sondern die Situation da draußen mit den Maßnahmen, ob sie gut waren oder nicht, gut waren, will jetzt nicht diskutieren, sondern es hat uns dazu geführt, nach innen zu blicken, unsere Ängste anzuschauen, unsere tiefsten verborgenen Themen anzublicken. Und das finde ich ja ganz gut. Und die ersten paar Wochen war ich ja echt zuversichtlich, dass sich etwas bewegt in der Menschheitsgeschichte. Da waren alle noch happy, da hat es das Gemeinsame geheißen und wir schaffen das gemeinsam und da war alles noch, und die weisen Sprüche auf Facebook und Co., die waren ja unglaublich. Jeder hat nur bei Yoga und meditiert. Die Videos waren ja echt erstaunlich, was da war. Und ich habe mir echt schon gedacht, okay, nach dieser Krise werde ich wahrscheinlich mehr einen weiteren Entwicklungsweg meines Berufes suchen müssen, weil alle werden in diese Richtung plötzlich dann gehen. Ich habe das in meinem Newsletter dann in Phasen beschrieben. Das ist aber dann gekippt und momentan sind wir wieder bei dieser wir suchen Schuldige im Außenphase. Und das ist für mich dennoch ein Hinweis, dass wir dieses hermetische Gesetz wie im Innen so im Außen nicht ganz inhaliert hat. Und da gibt es immer wieder Potenzial, dann wieder zu entdecken, was hat das mit mir, warum regt mich Politiker auf, warum regt mich diese und jede Situation auf, was hat das mit mir zu tun? Und viele haben es schon verstanden, die mit dem gar nichts zu tun haben. Aber das Engros fällt halt momentan wieder zurück und so wie es jetzt gerade ist, bin ich gespannt, ob das auch entgleist. Also momentan stehen wir schon an einer Kippe, wenn ich nach Deutschland rüberblicke, dass diese Situation der Wunschbürger und der Grundrechte-Fanaten und der Verschwörungstheorien von A bis Z, bin ich kein Freund davon. Also es ist natürlich, und das ist ja dieses wie innen so außen, es heißt ja dann auch, okay, was kannst du in deinem Leben dann dazu lösen? Ich habe am Anfang des Jahres so einen astrologischen Vortrag auch gehalten, wo es darum gegangen ist. Da ging es in der Astrologie um die Achse Krebs, Steinbock, da sind wir jetzt so. Und da geht es um das, was habe ich in mir und was begegnet mir außen? Und wo kann ich etwas bewirken? Und dass man eben die Welt nicht, ich sage jetzt sehr provokant, nicht retten oder richtig verändern können, sondern das muss in einem selber stattfinden. Und da sind wir jetzt bei einem interessanten Punkt auch noch, den möchte ich noch kurz einmal mit dir oder von dir vielleicht auch eine Meinung hören, nämlich da sind wir ja in dieser Grätsche, in diesem Energetik, ich nenne es jetzt einmal Graubereich. Ja. Wir wollen ja etwas bewirken beim Klienten, aber an sich können wir ja nicht, also von der offiziellen Seite
ist es ja schwierig, ja, wie man das definiert. Ich nenne es halt immer als Inspiration. Ja, man inspiriert und der Klient setzt es dann um. Ob das jetzt dann diese Selbstheilungskräfte sind, die aktiviert werden, dass der vielleicht ein bisschen Techniken mit einem Weg bekommt, wie er sein Leben vielleicht etwas anders gestalten kann oder zumindest anders angehen kann. Das Außen ist schwierig zu verändern, auch für den Energetiker. Also siehst du das auch so? Also, wir verändern nicht das Außen in erster Linie. Aber wir machen uns mit diesem Interview, glaube ich, sehr unbeliebt. Und glaube ich, sehr desillusionierend für viele, egal ob es für den Klienten oder für unsere Kolleginnen und Kollegen sind, weil ich bin derselben Meinung, ich bin relativ unwichtig für einen Klienten. Und dieses Wort inspirieren mag ich trotzdem vorhin nochmal aufgreifen. Ich habe lange nicht gewusst, wie ich arbeite. Ich habe gewusst, ich habe meine Ausbildung, meine Techniken, meine Methoden gemacht. Ich habe damals schon viel auch im Lebens- und Sozialbereich der Ausbildungen gemacht und bin aber dann 2008 irgendwann einmal draufgekommen, ich arbeite nicht so wie alle anderen und habe dann drei Erfahrungen mit drei Klienten gehabt, die mich so verwundert haben, wo ich nichts getan habe. Aber sie sind strahlend aus meiner Praxis rausgegangen und ich habe dann wirklich eine psychotherapeutische Stunde dann mir genommen, um das zu reflektieren, ob ich nicht der Scharlatan bin. Endeffekt war, dass die Psychotherapeutin dann einmal eine Klientin geworden ist und habe zufällig auch wieder, das sind so meine netten Zufälle, Gerald Hüther persönlich kennengelernt in Schloss Goldegg. Und er hat in seinem ersten Vortrag, wo ich bei ihm war, mir erklärt, das war 2008, glaube ich, wie ich denn arbeite. Und er hat gesagt, es geht nicht um Wissen. Vergessen Sie Wissen. Weil das auf der Bühne gefragt haben, ob Wissen für Gehirnforscher und so weiter wichtig ist. Oder Wissen ist gar nichts. Es geht um berühren können. Ja, da meint er aber nicht taktil, sondern da berühren können. Er sagt, wenn Sie jemanden inspirieren, Sie können nur jemanden inspirieren, wenn Sie selbst in Spirit sind. Ja? Und das ist eine innere Haltung, die da drinnen ist. Und wie ich das gehört habe, habe ich echt mehr Tränen in die Augen gehabt. Er hat mir wirklich die Augen geöffnet und ich war so berührt, dass ich endlich gewusst habe, wie ich arbeite. Es geht nicht um Techniken. Du kannst Techniken anwenden. Wenn du es aber nicht schaffst, den Klienten zu berühren, nämlich hier zu berühren, dann funktioniert es vielleicht auch, aber nicht so. Und jetzt kommt der Punkt auf deine Frage. Wenn ich das schaffe, dann brauche ich gar nichts mehr machen. Ich brauche mich nicht so wichtig nehmen und sagen, ich bin der große Heiler, ich habe da dein Problem weggenommen oder ich tue im Außen für dich irgendwas, egal was für Thema, sondern ich brauche nur da sein. Und wenn jemand bei sich ist, aktivieren sich dort meinem Weltbild ja die Selbstheilungskräfte und der weiß eben, meine Klienten sind so krass drauf, alle, egal mit was für schwierigen Themen sie zu mir kommen. Ich habe das Glück, dass ich wirklich so schwierigste Themen zwar habe, von A bis Z, aber ich habe so aufgeschlossene Klientinnen und Klienten, auch Neuklienten, die Verantwortung, und das ist für mich der zentrale Punkt, die Selbstverantwortung übernehmen wollen für ihr Leben. Und nicht abgehen, das war früher, so wie ich begonnen habe, okay, du hast da Geld, du tust was für mich. Mittlerweile hat sich das zum Glück gewandelt und diese Haltung habe ich immer schon gehabt. Ich begleite nur jemanden, nur tun musst du selbst. Es geht nicht darum, ob ich jetzt mit Radionik mache ich auch noch, Arbeit oder mit Reiki Arbeit, sondern wenn du selbst nicht tust, dann wird sich nichts bewegen. Du musst selber dorthin blicken, wo deine Themen sind und ich glaube, das hat sich auch in den letzten Knackpunkt war, glaube ich, so 2010, 2011, wo ich gemerkt habe, das verändert sich auch bei den Klienten selbst. Und da bin ich heute wirklich froh, dass das schon fast Standard geworden ist, diese Haltung. Also es geht nicht darum, den Heiler zu suchen, der mich heilt. Es gibt sicher noch viele, die das wollen. Aber Großteils, die zu mir kommen, haben diese Haltung schon gar nicht. Die rufen an und sagen, und ich sage ihnen, ich tue gar nichts. Sagen sie, das ist eh okay. Ich weiß ja, dass ich selber tun muss. Ich brauche nur jemanden, der sie auf diesem Weg begleitet und die meisten, die zu mir kommen, sind schon gut auf ihrem Weg. Klingt komisch, ist aber so. Ich möchte noch einhaken eben zu dem Thema Eigenverantwortung. Ja. Und das erlebt man ja auch, das erlebe auch ich, auch wenn ich zu einem konservativen Mediziner gehe, ich bin ja verantwortlich dafür. Also
also die Heilung geschieht, also meines Erachtens noch immer in einem selbst und man muss selber auch viel umsetzen können. Und da ist es egal, in welcher Branche man sich bewegt, finde ich jetzt. Ja. Das ist genauso, wenn ich einen Installateur hole und dann am nächsten Tag wieder das Rohr rumknick und sage, der hat nicht gescheit gearbeitet. Ist ja nicht der Installateur jetzt verantwortlich dafür. Das ist eine Haltung, die Klienten haben müssen, aber auch gerade unsere Kolleginnen und Kollegen. Also da braucht schon noch ein, da muss ja die Frau um, wie siehst du das in der Szene, wie sich das entwickelt? Es ist halt, ja, schwierig. Ja, siehst du, wenn man Fragen kriegt, ist schwierig gemacht. Ja, genau. Kommt jetzt die Revanche noch. Nee, ich tue mir hart mit dem, wenn das alles nach außen geworfen wird, ob das jetzt das heilende Einhornkärtchen ist oder der Liebesregenbogen oder sonst was. Da tue ich mir hart damit, weil da meines Erachtens noch auch ein bisschen, also ich sehe es anders. Ich sage jetzt nicht, dass es falsch ist und ich bin auch sicher, da gibt es Leute, aber ich sehe es halt einfach auch so, dass ich meine Dienstleistung eigentlich sage, in erster Linie berechne ich meine Lebenszeit, dass ich dann eine Stunde mit jemandem unter Anführungszeichen Fremden sitze und auf den eingehe. Ich arbeite dann auch natürlich energetisch mit den Techniken, aber letzten Endes ist es eben so, dass es, das ist meine Abrechnung. Das ist eine relativ nüchterne Abrechnung, also diese Stunde kostet das. Und da ist es mir dann egal, also was ich mir da jetzt anschaue. Ja. Mhm. Und um das geht es eigentlich. Also für mich ist das die geschäftliche Geschichte. Dann die Energetik an sich, wenn das vermischt wird mit eben Glaubensmodellen und Semi-Informationen und ich weiß ja auch noch, also ich bin ja froh, dass ich in meiner Frühphase auch vor 25 Jahren, wenn ich da selbstständig mich gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich auch Ober-ESO, also Ober-ESO sage ich jetzt mal sehr, sehr Licht und Liebe und alles ist schön. Also ich wäre da wahrscheinlich sehr ekstatisch, sage ich jetzt mal, rumgelaufen. Aber das setzt sich dann und man wird dann halt auch ruhiger und gesetzter und da. Ich finde einfach, man soll gewisse Sachen innen behalten, das wäre besser. Und alles, was man nach außen wirft, in die Welt wirft, ist natürlich in der Dualität und dadurch auch hat es Licht- und Schattenseiten. Und das ist, glaube ich, das, wo sich viele vielleicht ein bisschen mehr Bewusstsein schaffen sollten. Sie können nicht missionieren, weil das ist vielleicht gut gemeint, aber es wird wahrscheinlich nicht so ankommen außen. Und ich glaube, da ernten auch viele Missverständnisse und da gibt es auch viele Missverständnisse dann. Also ich würde mir wünschen, ich würde mir etwas mehr, ich will jetzt gar nicht sagen Seriosität, ich würde mir etwas mehr Nüchternheit wünschen nach außen, im Außenauftritt. Nicht jetzt Kühle, sondern einfach, Professionalität ist das Wort. Mehr Professionalität, dass ich nämlich sage, ich bin nicht privat, wenn ich im Geschäft bin. Ich bin da jetzt nicht, nur weil die Lieselotte entdeckt hat, dass auf der Sonnenblume eine Elfe herumtanzt, muss ich jetzt nicht gleich das posten und lauter Sonnenblumen verkaufen. Also sehr überspitzt. Ja. Das schneiden wir auch nicht raus. Für mich ist Professionalität ist das eine Wort, für mich ist Bodenständigkeit das andere Wort. Ich brauche diese Wurzeln und da bin ich froh, dass ich ein Mühviertler bin. Weil wenn ich mir etwas wünschen würde, ich würde diese Bodenständigkeit mir wünschen, weil ich einfach auch mitbekomme und ich als Berufsgruppensprecher oder als Bundesberufsgruppensprecher bist du natürlich den Kritikern ausgesetzt. Das war ja Krankenhaus Nord ein Riesenthema vor 2 Jahren, das hat man fast. Wirklich, da war ich wirklich am Rande meiner Belastbarkeitsgrenze mit diesem Thema. Dann ist dann Ärztegesetz auch noch dazugekommen und es waren halt permanente Angriffe gegen unsere Branche. Und es war wirklich sehr, sehr schwierig, hier Argumente zu finden, weil ich ja teilweise den Kritikern Recht geben habe müssen. Das ist ja genauso. Ja? Bleiben wir wieder beim Einhorn, ja, das der Florian Aigner, der Physiker, gerne in der Diskussion auch verwendet und das hat er auch in dieser Puls-4-Diskussion, wo ich war, ja auch verwendet. Da bin ich komplett bei ihm. Und wenn wir diese Bodenständigkeit nicht haben, wenn wir diese Eigenverantwortung nicht leben, sondern irgendwo abgeben und diese Grenze ist sehr dünn, ja, dann wird es wirklich schwierig. Ich würde es nicht als privat und beruflich trennen.
Das wollte ich zuerst nämlich auch mit reingeben. Für mich ist es schon, ich habe nicht nur andere Hobbys, sondern das Berufliche ist für mich, das Leben zu erforschen, permanent zu erforschen, Zusammenhänge zu erforschen. Das ist mir zuerst vor einer halben Stunde entfallen mit einer Frage. Da wollte ich noch rein, weil ich gesagt habe, das trenne ich, da habe ich andere Hobbys auch noch. Für mich ist das Leben per se. Aber ich glaube, da, wenn wir uns da was wünschen dürften, ist diese Bodenhaftung, diese Bodenständigkeit und nicht nur abgehobene Esoterik, will ich gar nicht nennen, weil das ist schon mittlerweile fast ein Schimpfwort geworden und man müssen sich abgrenzen zwischen Energetik und Esoterik, das ist ja fast nicht möglich. Aber ich nenne es mal diese Pseudo-Esoterik. Ja? Und da sehe ich schon sehr, sehr viele Spannungsfelder auch in der eigenen Branche noch drinnen, die es natürlich schwierig macht, wenn ich dann nach außen kommuniziere, mit Kritikern, mit Ärzten oder wie auch immer, dass man da Aufklärung schafft. Wir wollen ja ein Standing bekommen. Wir wollen ja, dass unser Beruf ein Standing bekommt, der ganz normal ist. Vor 30, 40 Jahren war der Psychotherapeut auch noch, ja, da braucht kein Mensch oder der Vogeldoktor. Mittlerweile etabliert. Und ich glaube, wir, diese Generation, wo wir jetzt dran sind, hier Aufklärungsarbeit zu leisten. Danke an die Kolleginnen und Kollegen vor unserer Zeit, die ja auch Pionierarbeit geleistet haben. Aber jetzt sind halt wir in dieser Position, aufzuklären, aber auch in den eigenen Reihen aufzuklären. Und es wird uns manchmal vorgeworfen, das ist Geschäftemacherei. Ja? Ich glaube, dass viele mit bestem Wissen und Gewissen ihre Berufung nachgehen. Ich glaube, es ist aber auch Unwissenheit und manchmal auch fehlendes Bewusstsein über diese Auswirkungen. Ja? Und Lieblingsbeispiel ist immer, wo ich sage, bitte schickt mir keine SMS, wo wir irgendwen heilen. Weder Menschen, so Gesammel-SMS. Und das letzte war ja Australien, glaube ich. Wir sitzen uns zusammen und beten für Regen für Australien. Das ist sehr löblich. Aber was ist die Konsequenz davon? Und hermetische Gesetze funktionieren. Das ist nicht nur ein bisschen Schnickschnack. Und was war, sie haben eine der größten Überschwemmungskatastrophen dann gehabt. Mhm. Ja? Also es ist anmaßend, für mich ist es anmaßend, ungefragt in Systemen einzugreifen, wo ich andere praktisch beeinflusse. Weil steht mir das zu glauben, das ist, wenn du heute schaust ein bisschen schlecht aus, ich heile dich dann, steht mir das zu? Das ist eine der höchsten Formen der Arroganz in meiner Sichtweise, weil ich ja davon ausgehe, dass mir besser geht als wie dir. Ja? Ja. Und da sollten wir uns diese Bodenständigkeit wieder zurückholen und auch diese Eigenverantwortung, jemanden in seiner Eigenverantwortung auch belassen zu können, mit seinem Thema, mit seinem von mir aus auch Leid, das er hat. Und diese Bodenständigkeit ist es ja auch, die dann auch vor Übergriffigkeit schützt, eben dass ich sage, wie du gesagt hast, da schaut wer schlecht aus oder ich sehe, du hast da ein Thema mit irgendwas, also wo man jemanden, ich sage es jetzt sehr blumig, Entschuldigung, mit dem Hintern ins Gesicht fährt, weil man einfach sagt, ich sehe was und da mache ich jetzt was. Ich denke auch, dass es für vielleicht Kolleginnen und Kollegen, also für mich ein schöner Ansatz war es auf jeden Fall, das ist dann, ich habe dann auch nach der Astrologie noch mich ein bisschen so mit der Mystik ein bisschen beschäftigt und da kommt aus der jüdischen Mystik der Spruch, Gott hat die Welt gut geschaffen. Das steht in den Schöpfungsdaten, er sah, dass es gut war. Das heißt, mäkle nicht daran herum. Und das nehme ich mir auch als Bild für meine Klienten, dass ich sage, da kommt jemand, der ist völlig in Ordnung. Also ich sehe jetzt nicht der ist da jetzt irgendwie aus dem Lot oder das ist so schlimm, sondern ich sehe den als völlig in Ordnung und dann kann ich viel, viel mehr wirken und eben noch einmal dieses Inspirieren einwirken auf jemanden, weil der auch offener ist. Weil wenn jemand kommt und du hast gleich ein Urteil gespeichert mit, oh Gott, ja, das sehe ich ja gleich, was da ist, da geht ja der auch unbewusst gleich mal in eine Defensivhaltung und den kannst du gar nicht mehr so erreichen. Das heißt, so dieses Vorurteilfreie, denke ich, ist auch ganz wichtig noch. Aber das ist eine innere Haltung, die man hat. Und nur mal, ich glaube, dass wir uns mit unserem Interview nicht sehr beliebt machen, weil viele ja nur das Symptom sehen, das bei der Tür reinkommt.
egal ob das jetzt eine körperliche Thematik ist oder eine andere Thematik ist, aber genauso habe ich bei mir vor 20, 25 Jahren auch erlebt, bei den Kolleginnen und Kollegen, wo ich war. Und man fühlt sich ja nicht besser dadurch, dass man sagt, okay, du bist zu viel im Kopf, du hast dieses und jenes, und man sieht sich selber auch, du hast auch ein Problem und das hat was mit der Mutterthematik zu tun und so weiter. Man fühlt sich ja nicht besser, aber wenn ich diese innere Haltung pflege, dass wer kommt, der ja eh in seinem Erscheinungsbild, es ist halt momentan was im Ungleichgewicht, aber im Grunde, perfekt ist nicht das Richtige, aber makellos ja da sitzt, dann steht es ja mir nicht zu, hier jetzt irgendwelche von außen Hinweise zu geben, sondern wenn er selbst entdeckt, warum das in dieser Situation ist, hat er das Medikament. Und das ist ja eine Kunst, jemanden dahin zu bringen, selbst zu erkennen, was das Thema ist, warum das er gerade mit dieser und jener körperlichen Thematik oder im Familiensystem, was auch immer, warum das er zu uns kommt. Dass er das selbst erkennt, das ist ja die Kunst, jemanden hinzuweisen. Nicht zu sagen, die sieht das, bei dir ist dieses und jenes. Und das finde ich, da haben die Kritiker recht, weil da entstehen auch Abhängigkeitsverhältnisse. Und diese Abhängigkeitsverhältnisse lehne ich zutiefst ab, weil es für mich eigentlich eine Grundhaltung ist, dass jeder in seiner Autonomie ja, bleiben soll. Und nicht, dass er von mir abhängig ist, dass ich ihn weiterbringe oder heile oder wie auch immer. Ich sage, gut, ich tue nichts. Ich bin nur Wegbegleiter. Was mich nicht gehabt hat, jetzt einen anderen gehabt. Ich sage dann nur, bis du dich selbst erkennen kannst. Und das ist nicht so eine große Aufregung, wenn ich jemanden inspiriere. Und auch wenn du, wie du das prophezeist, wir uns unbeliebt machen, finde ich es gerade wichtig. Und ich bin auch sehr froh, dass wir dieses Gespräch führen und das dann auch öffentlich machen werden. Weil ich finde, es ist gut, wenn man sich einmal auf Augenhöhe unterhält und nicht nur mit den Fronten her, also auf diesen verhärteten Fronten, da steht der eine, da der andere und jeder wirft mit Argumenten herum, weil das einfach zwei ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen des Lebens sind, der rein wissenschaftliche Zugang und natürlich auch ein bisschen dieser energetische Zugang. Hast du vielleicht noch einen Tipp für unsere Zuseher, Zuhörer, für Kollegen und Klienten? Also vielleicht sogar zwei Tipps, einen für Klienten und einen für Kollegen. Abschließende Worte. Ich bleibe wieder bei deiner Aussage, dieses Inspiriertsein, dass ich mich für mich selbst inspiriere, dann entwickelt es sich von alleine. Diese Ego-Trips sollten wir wieder reduzieren. Das hat uns ja auch Corona auch gezeigt, runter von dem, ich kann machen, was ich will, sondern sich wieder zu reduzieren, wäre das eine. In sich selbst für sein Leben zu inspirieren, ist das andere. Und eines der zentralen Punkte, was für mich wichtig ist, authentisch zu sein. Ja? Ich stehe nicht an zu sagen, dass ich nicht perfekt bin. Ich bin zwar 20 Jahre mit mir oder 25 Jahre mit mir schwerst in Auseinandersetzung, aber wie erwähnt, stehe ich am Anfang. Und ich habe genug Fehler, die ich täglich mache. Ich habe drei Kinder, bin verheiratet, bin Unternehmer. Ich habe täglich meine Ängste und Sorgen. Und ich stehe nicht an, das auch öffentlich zu sagen. Egal, ob das jetzt bei meinen Kunden ist oder auch, wenn ich auf einer Bühne stehe. Aber das ist genau das, wo ich sage, das ist authentisch. Nicht vorzugeben, was ich denn nicht bin. Ich bin schon so in meiner Mitte und ich meditiere jeden, mache ich schon. Aber ich bin schon so relaxed durch das Meditieren und ich habe alles nur in Gelassenheit und in Licht und Liebe. Ich glaube, dass diese Zeit langsam vorbei ist. Es geht Richtung Authentizität, auseinandersetzen mit Menschen, so auf, du sagst, auf Augenhöhe und dann entwickelt die mich weiter. Und wenn dieses uns gelingt, dieses Gemeinsame, dieses Miteinander, dann glaube ich, ist es auch für die Menschen untereinander auch einfacher, seinen eigenen Weg zu gehen. Ich muss nicht was darstellen, ich muss nicht was sein, ich muss nicht nur was erreichen. Astrologensitzung von die bekomme einmal im Jahr Astrologensitzung von einem Schweizer Therapeuten für mein Geburtshoroskop und der hat mich gefragt, und was willst du eigentlich noch erreichen in deinem Leben? Jetzt bist du 47 Jahre, sage ich, will gar nichts erreichen. Ja? Ich will schauen, dass ich heute mit den Herausforderungen, die ich heute habe, dieses Interview zu führen, ist für mich eine Herausforderung. Ja? Weil ich ja nicht weiß, was für Fragen das kommen, wie ich denn reagiere, wie es ankommt. Da kommen Ängste, Sorgen. Wer sieht das alles? Wird das gegen mich verwendet oder wie auch immer? Mein Zugang ist, ich muss mit den Herausforderungen, die ich heute habe, lernen umzugehen. Und das ist für mich einer der wichtigsten Zugänge. Ich brauche mir morgen nicht mehr kümmern. Was ist morgen?
sondern ich muss schauen, dass ich heute am Vormittag schaue, dass ich da in diesen Möglichkeiten agiere. Und da helfen mir diese Techniken, damit wir zum Anfang kommen, diese Techniken, diese Erlebnisse, diese Erfahrungen in der Energetik, dann bei mir bleiben zu können. Aber es ist kein Tipp, weil das steht mir nicht zu, sondern das sind halt wieder nur meine Erfahrungen dazu. Und wenn wer was brauchen kann davon, soll er es nehmen. Und wenn er sagt, das ist ein Blödsinn, dann ist es mir genauso recht. Also ich habe da auch keine Ambitionen, jemanden Ratschläge dann immer weh fürs Leben mitzugeben. Aber dieses authentisch zu sein und sich nicht als perfekt wahrnehmen zu müssen, sondern seinen Weg zu gehen, ohne egoistisch zu sein, das wäre für mich so ein zentraler Punkt. Sehr schön, vielen Dank. Dann werde ich jetzt noch Tipps geben. Also ich werde die Homepage von Michael unten verlinken dann, dass ihr den Michael Stingi da auch noch einmal schauen könnt, was der noch alles im Angebot hat. Das ist eine sehr schöne Seite. Kann ich eine Newsletter-Anmeldung auch verlinken? Frage ich jetzt einfach mal, weil dann verlinke ich die auch. Ist sicherlich, glaube ich, möglich, ja, diese Verlinkung. Meine Newsletter erscheinen unregelmäßig zu den Themen, aber sie sind genauso kritisch wie unser Interview. Und ich sage immer, wenn es wer nicht lesen mag, was ich da verbreite, also ich tue nicht nur Termine dort von meiner Veranstaltung rein, sondern auch zeitgeistmäßig immer wieder was sagen. Und wenn es wer nicht verträgt, soll sich nicht anmelden. Wenn wer sagt, okay, ich mag einen anderen Blickwinkel zu manchen Sachen, wie eben zum Beispiel jetzt zu Corona-Zeit, dann kann er sich gerne beim Newsletter anmelden. Lieber Michael, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Es war sehr, sehr schön, das einmal zu hören. Und ich bin ganz froh, dass ich jetzt auch Kollegen, also dass wir uns da unterhalten können und dass du da auch jetzt ganz mutig Pionierarbeit geleistet hast, genauso wie bei der Wirtschaftskammer. Und ja, vielleicht folgen ja noch weitere Gespräche. Ich würde mich freuen. Und ich habe es sehr angenehm empfunden und vielen, vielen Dank einmal für deine Zeit und deine Worte. Ich mag mich auch bedanken. Ich finde es ganz, ganz hervorragend, wie du das auch gemacht hast. Ich habe gar nicht gewusst, auf was ich mich einlasse und auch was für Position das ich habe. Also ja, ich ja zweigeteilt bin. Das eine ist jetzt der Energetiker selbst und das andere ist nach außen das Gesicht, die Vertretung, wo ich natürlich gewisse Sachen aufpassen muss, wie ich denn was sage, um niemandem nahe zu treten, wie auch immer. Würde ich diesen Maulkorb nicht haben, würde ich wirklich andere Dinge auch sagen, in beide Richtungen. Aber wie du das gemacht hast, und das tut auch mir gut, deine Sichtweisen dazu, weil genau um diese Themen es geht. Ich hätte nichts anfangen können, wenn wir jetzt über Licht und Liebe plaudern. Ist zwar schön und gut und wesentlich, aber es, wie du sagst, es gibt auch diese Schattenseiten. Darum mag ich mich herzlich bedanken, dass du das öffentlich machst. Ich bin nicht so gut in diesen Online-Medien, und vielleicht tragt es dazu bei, den einen oder den anderen zu inspirieren, eine andere Sichtweise zu bekommen. Und für das mag ich mir auch bedanken.